Hallo ihr Lieben, ich dachte mir, ich mache jetzt mal so eine Art Jahresabschluss-Video und es wird mit hoher Wahrscheinlichkeit noch einen zweiten Teil geben, den werde ich dann noch hochladen und heute ist Silvester, wo ich es jetzt gerade drehe, habe mir ein paar Notizen gemacht, weil es geht hier jetzt im ersten Teil tatsächlich ganz viel um die Musik, um Kulturelles und was man so erlebt. Falls ihr euch wundert, im Hintergrund, genau hinter euch, da sitzen meine drei Schweinchen. Ich habe ja mittlerweile drei und habe da für mich dadurch, die reagieren aktuell immer noch sehr auf mich und kommen dann vielleicht auch noch vorbei und quietschen euch die Ohren voll. Genau, ansonsten, ich habe in 2023, fing es damals an, meine erste Sache, wo ich dabei war, war in der Hafenbahn, nämlich bei Blackmail. Blackmail ist für mich halt immer noch eine Band, die ich unglaublich gerne sehe, die so viel Pep irgendwo auch hat. Alle irgendwie die Sänger, die Sängerinnen und der Sänger und dementsprechend ist das für mich immer wieder eine tolle Herausforderung, mich da einfach auch sehr wohlfühle. Unglaublich nette Menschen, die einfach auch dem Publikum sehr zugewandt sind, was ich halt unglaublich schön immer finde, wenn man da irgendwie in die Hafenbar zum Beispiel oder auch damals in der Junction Bar mal war ich und ich wurde begrüßt. Das war halt wirklich irgendwie wie eine große Familie und das fand ich so, so, so schön. Also dadurch, wer Blackmail noch nicht kennt, ich kann es euch nur empfehlen, die sind nächstes Jahr, also 13.01.2024 im Artstalker oder wie auch immer sich das ausspricht. Ich bin nicht der englische Typ und habe da aber so, wie es aktuell aussieht, eben auch wirklich schon was anderes vor. Dadurch bin ich leider nicht dabei. Ich finde, das wäre mal wieder was anderes gewesen. Aber ich hoffe, sie treten natürlich noch öfter auf und ich freue mich natürlich sehr drauf, wenn die dann wieder auf der Bühne stehen und ich dabei sein darf. Ja, ich filme dort sehr, sehr gerne, weil ich das halt tatsächlich sehr, sehr schön finde, das auch als Erinnerung beizubehalten. Und die nächste war am 21.01. bei der Schönspielerband. Ich fand es anders, also anders als das, wo ich vielleicht sonst hingehe. Das ist eine hauptsächliche Instrumente-Band. Die haben im Kulturhaus Spandau gespielt. Für mich Spandau ist das eine Weltreise, komplett eine Weltreise. War auch echt schwer, das war ein blödes Wetter gewesen. Das hat unglaublich geschneit und es war kalt. Aber ich habe es nicht bereut, hingegangen zu sein, weil erstens war wirklich auch eine sehr nette Band, sehr nettes Publikum auch gewesen, was ich halt wirklich sehr, sehr gut fand. Und würde auch wieder hingehen. Ich fand jetzt das Kulturhaus Spandau übrigens auch nicht schlecht, wäre der Weg nicht so weit. Aber das geht mir wie mit der Zitadelle Spandau. Ich war dort noch nie, ich würde total gerne, aber es ist so weit. Einfach nur weit weg. Und dementsprechend, ja, macht es halt immer nicht ganz so viel für mich. Und da muss ich halt immer schon gut überlegen. Ich musste viele Sachen, wo ich gerne hingegangen wäre, halt auch für mich leider canceln, weil es halt manchmal einfach kräftetechnisch überhaupt nicht reicht für mich, da jetzt hinzugehen. Das ist halt für mich immer sehr, sehr traurig, sehr schade. Ich bin unglaublich schnell müde, ich bin sehr schnell kraftlos. Es ist einfach unglaublich anstrengend manchmal und ich finde es so traurig dann immer, wenn ich sagen muss, es tut mir leid, ich kann nicht kommen. Und ja, und dementsprechend, ja, waren leider manche Sachen, wo ich gerne hingegangen wäre, dann leider nicht möglich. Das nächste war im Februar bei Midlife in der Junction Bar. Ich mag Midlife sehr gerne, ich bin da auch immer wieder gerne, dass ich da hingehe und freue mich da einfach auch immer auf den Auftritt. Ich mag die Location sehr und ja, ich mag die Musik, wie sie es umsetzen.
ich mag nicht alle Lieder, aber das gehört auch mit dazu. Das hat man immer irgendwo. Und ja, dementsprechend bin ich natürlich öfter bei Midlife. Das nächste war Cheap Tricks. Cheap Tricks ist für mich eine Band, die ich durch Zufall gesehen habe. Ich war damals bei Midlife im Rockhaus. Da haben sie den Saal gehabt und die haben dort vor Midlife gespielt und ich habe es damals auch gefilmt gehabt und ich fand es irgendwo recht spannend, das war mal was anderes. Und dementsprechend habe ich dann entschieden, ja, eigentlich finde ich es gar nicht so schlecht. Man muss sich reinhören, das ist mit Trompetern und so, also wer jetzt so irgendwie mit diesen Blasinstrumenten nicht so richtig konform geht, glaube ich, dem wird es wahrscheinlich nicht sein, aber wie gesagt, ich mag es, ich gehe auch immer wieder gerne hin. Das ist mit Midlife die Band, glaube ich, wo ich am meisten bisher war. Und ja, ich freue mich da auch immer sehr drauf. Und wie gesagt, die spielen in Locations, die ich halt sehr, sehr gerne mag. Auch Junction Bar, Hafen Bar, das sind so die beiden Locations, wo ich aktuell einfach sehr, sehr gerne hingehe. Und dementsprechend, ja. Als nächstes war ich wieder bei Midlife. Und am 25.04. da war ich in der, ach nee, da war, da haben Midlife drei Lieder gespielt für im Artstalker oder wie auch immer das Spiel fehlen, sind ja mal Sessions und sie haben dann da einfach auch mal drei Lieder gespielt. Hab mich dafür, weil es unter der Woche war, war natürlich nicht ganz so einfach, bin ich auch, glaube ich, einfach zu alt dafür. Ich krieg's einfach nicht hin. Ich war so K.O. am nächsten Tag. Aber ich wollte dabei sein und fand's auch nicht schlecht. Und da war auch die Angela Soseo, ich weiß nicht, ob es richtig ausgesprochen ist, dabei. Und ich freue mich, sie auch immer zu sehen. Sie ist so ein herzlicher Mensch, der ganz viel Ambitionen, einfach auch Motivation in diese Musikauftritte steckt, so viel immer dabei ist. Und ich beneide sie, wie viel sie unterwegs ist überall und dementsprechend freue ich mich schon nächstes Jahr, im Februar war das, glaube ich, jetzt, da werde ich wahrscheinlich dann im Terzo Mondo sein oder Modo, ich weiß es nicht mehr genau, wie der Laden heißt. Ich bin gespannt, ich freue mich natürlich drauf und da wird dann eine irische Band spielen, nämlich die Band Larkin, die habe ich lange nicht gesehen. Da hat sich auch bandtechnisch, glaube ich, viel geändert, da sind viele nicht mehr dabei jetzt, aber ich finde es trotzdem für mich immer wieder schön, dann das zu hören. Ich bin leider dieses Jahr nicht bei Clover gewesen, was ich natürlich sehr schade finde, aber vielleicht klappt es nächstes Jahr wieder. Und ja, genau, als nächstes war ich am 29.04. wieder bei Cheap Tricks und diesmal in der Junction Bar. Ich musste jetzt erst nachsehen und manchmal kann man seine eigene Schrift nicht lesen. Genau, in der Junction Bar. Ich mag die Junction Bar ja, wie gesagt, sehr gerne. Ich freue mich auch immer wieder, wenn ich da bin. Die Marina ist für mich auch ein Mensch, der einfach zu dieser Junction Bar gehört und ich kann mich noch daran erinnern, wo mein erster Besuch in der Junction Bar. Ich fand es zuerst so ein bisschen spooky irgendwie, als ich da in diesen Keller gelaufen bin. Und aber mittlerweile, ich mag es sehr gerne, ich bin immer relativ früh da, das heißt, das ist meistens auch immer noch sehr leer und mag diese Atmosphäre dann auch, wenn ich dann da so reinkomme und auch ein sehr nettes Team, ich mag's. Und dementsprechend gönnt euch einfach mal die Junction Bar, die hat auch manchmal Musik einfach, die anders ist, die nicht so dieses typische Mainstream hat, sondern einfach mal so ein bisschen was Neues und unterschiedliche Musikrichtungen. Ist nicht immer meins, aber ich habe die Bands, die ich total gerne sehe, auch immer wieder, dass ich dann reingucke, sind die wieder mal da oder nicht. Ich hatte letztens, wollte ich ursprünglich am 29. glaube ich, 29.12. wollte ich eigentlich zu Blue Garden, aber die haben leider wegen Krankheit abgesagt. Das fand ich total schade. Ich wäre sehr gerne da gewesen und ich hoffe, die kommen demnächst irgendwann wieder und dann freue ich mich, wenn ich sie dann sehe. Ja, nach Cheap Tricks
war ich mehrmals bei den 12 Tenören. Ich liebe diese 12 Tenöre. Für mich sind das die Band, wo ich einfach unglaublich viel Freude auch habe und das Ganze für mich einfach auch immer wieder wunderschöne Abende sind. Ich gehe oft alleine weg. Bei den 12 Tenören sind auch immer wieder welche mit dabei gewesen, mit denen ich gegangen bin. Und ich muss mein Zettelchen mal wegnehmen, weil die zwei kleinen Schlingel, die wollen gerne Papier essen. Und genau, also wer da wirklich mal Bock hat, ich war letztes Mal im November bei den 12 Tenören. Und es war wieder mega. Es war fast ausverkauft. Ich glaube, vielleicht ein, zwei Plätze waren es jetzt noch. War mein letzter Stand. Aber mega. Also wie gesagt, für mich eine Band, die man sich immer wieder anhören sollte. Und ja, da war ich übrigens mehrmals in der Zeit. Da war ich bestimmt, ich will jetzt nicht lügen, ich glaube, ich war 5-mal da. Also, ich habe eine Sucht. Ja, dann war ich im Juli am 7.7. bei Roll Em Easy. Die war für mich jetzt mal wieder was anderes. Das war so ein bisschen für mich recht ungewöhnlich. Da waren wunderschöne Sachen bei. Da war auch eine Sängerin, die sehr, sehr schön gesungen hat, auch der Sänger. Aber es war schon anders. Also, aber ich glaube, man muss sich da auch ein bisschen drauf einlassen und sich dann drüber freuen. Und dass man da sich dem einfach mal gestellt hat, mal was Neues auszuprobieren. Und das habe ich mehrmals ja getan, bei den Schönspielern schon, bei der Schönspielerband zum Beispiel. Und ich habe noch eine Band, die war am 8.7. Und das ist die Band. Da habe ich auch aktuell nur einzelne Lieder hochgeladen, aufgrund dessen, weil das so gewünscht war. Ich habe übrigens immer, wenn ich eine Chance hatte, habe ich es dann auch immer hochgeladen. Hier ist Roll Em Easy. Wie gesagt, hier ist Buff. Ich habe hier noch Cheap Tricks. Bin da wirklich ein bisschen oldschool unterwegs. Ich habe hier auch von Midlife. Und für mich sind das so diese Sammelleidenschaft, dass ich eine DVD draus mache, aufgrund dessen, weil ich da einfach so ein bisschen Spaß dann dran habe. Ich bin gerade ein bisschen abgelenkt, weil ich nicht genau weiß, was mein kleiner Bolleck da macht. Ich glaube, der will da wieder mal ein bisschen rumstänkern. Der klettert nämlich gerade so ein bisschen rum. Die sind ein bisschen wie kleine Kinder, die kann man nicht aus den Augen lassen. Genau, also bei BAF war ich, ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen, es ist mein erstes Mal da gewesen. Beim zweiten Mal konnte ich leider nicht dabei sein, weil ich bei Cheap Tricks war. Und es war für mich wirklich, weil das sind deutsche Texte, was dort gesungen wird, zu 95%. Das andere waren, sie hatten auch ein, zwei Covers mit bei. Aber hauptsächlich die eigenen Lieder und in Deutsch. Und ich fand es wirklich spannend, weil auch das war so dieses, ich lasse mich darauf ein, das mal zu erleben. Und es war im Artenschutztheater. Ich fand das Artenschutztheater wirklich sehr, sehr schön. Und eigentlich bin ich nur hingegangen für einen Freund. Ich habe ihn damals durch Zufall kennengelernt, weil ich in der Junction war, bei der Band mit bei war. Das ist schon einige Jahre, glaube ich, jetzt her. Ich glaube 2019, 2018. Ich weiß es gar nicht. Mittlerweile, ich freue mich, wenn ich sie sehe, wenn, also den Bassisten und halt seine Frau. Ich liebe es, mit denen gehe ich oft zusammen in die Hafenbar. Und habe mich natürlich auch gefreut. Ich war auch bei seiner anderen Band Broken Dream, was ich sehr, sehr schön fand. Ich habe es damals nicht bereut und dadurch sind wir so ein bisschen enger auch zusammengerückt und ich mag es sehr. Und wie gesagt, auch das von BAF mag ich irgendwo sehr. Da sind Liedtexte dabei, die einfach schön sind und ich freue mich, wenn ich sie das nächste Mal sehe. Und
da wird es dann bestimmt noch besser. Weil jetzt haben sie ja schon ein paar Auftritte gemacht, ne? Also dementsprechend, das war vorher zumindest für den Bassisten so ein bisschen spontan. Und ja, ich freue mich Tatsache sehr drauf. Dann war ich bei Mattis Richter Reichelm am 22.07. Der ist auch so ein, ich weiß gar nicht, wie man das so beschreiben kann, das ist so ein familiäres Ambiente, wenn man da reinkommt. Man wird irgendwo, das ist wie eine Familie wirklich, wo man dann immer sagt, schön, dass man da ist. Es ist eine sehr ruhige Atmosphäre. Ich mag den Mattis sehr gerne. Er spielt ja öfter auch mit seinen Kindern. Und ich gehe da meistens immer raus und denke, ich mag es. Ich mag es wirklich sehr. Und er hat auch so eine angenehme, ruhige Art. Und ich glaube, den kann man nur gerne haben. Also dadurch, auch da kann ich nur empfehlen. Aber immer im Hinblick behalten, dass ihr immer reservieren solltet, weil der ist, da sind die Plätze unglaublich schnell weg. Und dementsprechend schaut also, dass ihr da, wenn ihr da hingehen wollt, euch um einen Sitzplatz kümmert. So, mein kleines Schweinchen ist schon wieder hier. Egal, wo man das Buch hinlegt. Und genau, am 25.08. war ich bei Kriminal. Da war ich letztes Jahr jetzt schon. Und ich mag die Art, auch da ist so ein bisschen anders. Ich mag die Attitüde auch so ein bisschen von dem Sänger irgendwo, der ist da so ein bisschen schräg, klingt vielleicht auch falsch, aber so in der Art. Und ich bin damals auch nur hingekommen, weil ich den Gitarristen kenne und freue mich da natürlich sehr, dass ich die Band dadurch auch kennenlernen durfte. Ich freue mich sehr, wenn ich wieder hin kann. Das letzte Mal konnte ich leider nicht, weil, was war gewesen? Die Bahn hat gestreckt. Ich hasse es. Ich habe mich so mega drauf gefreut auf ein Doppelwochenende, nämlich freitags wäre Kriminal gewesen und dann am Samstag war Midlife im Dezember und ich habe mich total gefreut drauf und war dann unglaublich traurig, dass das für mich wäre, dass einfach, für mich ist die Hafenbahn immer schon eine sehr weite Welt und dementsprechend muss ich mir immer gut überlegen, wie viel Stress tue ich mir an. Ich mag nicht unbedingt so viele Menschen auf einmal in mir da jetzt irgendwie in der Bahn und so. Ich fand das nervig und auch am 9. tatsächlich war es dann, wo ich zum Midlife gefahren bin, sehr, sehr nervig. Genau, am 13.10., da kam ich frisch aus meinem Urlaub wieder, habe ich Norman Baker mir angesehen. Er ist schon mega, auch so ein ganz lieber, offener, netter Mensch. Ich fand auch die Bassistin nicht schlecht, die dort mit bei war. Und habe es nicht bereut, auch wenn es vereinzelt nicht ganz meins war. Ich bin nicht so der Mensch für laut und nur diese Gitarren-Solos. Die sind für mich manchmal wirklich einfach ganz, ganz, ganz schwierig. Aber ich mag lieber halt dann, wenn er so die Sachen gespielt hat, so wirklich melodienmäßig irgendwo so ein bisschen, dass man das da halt hat. Ich hoffe, ihr versteht ungefähr, was ich meine. Also ich habe es nicht bereut, aber nicht alles kann einem immer gefallen. Das habe ich bei jeder Band und dementsprechend, ja. Dann war ich wieder bei Cheap Tricks und diesmal in der Junction Bar wieder. Die haben da die Halloween-Party gemacht und auch die Marina da aus der Junction Bar, die hat gesagt, das war so fast die einzige Band, die bisher zu Halloween dann immer ihre, auch eine Verkleidung hatte. Und die hatten dann so eine Verlosung oder Vote das beste Kostüm gemacht. Und dementsprechend habe ich dann gesehen, Tatsache, es haben die zwei Musiker gewonnen. Und die Kostüme waren Tatsache auch sehr, sehr schön. Der eine hat sowieso schon lange Haare, das heißt, das passte mega dazu. Und der andere hat sich komplett weiß gemacht und war wirklich auch mega. Aber es waren einige dabei, die dann sich kostümiert haben. Ich gucke übrigens immer wieder mal dahin, weil ich Tatsache, meine Meerschweinchen,
Also nicht wundern, wenn ich hier manchmal so ein bisschen merkwürdig in der Kamera rumgucke. Genau, und danach bin ich zweimal hintereinander bei Midlife gewesen. Einmal in der Junction Bar und einmal in der Hafen Bar. Und danach habe ich tatsächlich eine Pause gemacht, weil ich tatsächlich nicht wirklich fit war. Ich war einfach nur müde. Ich habe mit jedem Schritt, jede Bewegung war einfach unglaublich schwierig und ich konnte leider zu dem, wo ich es unglaublich gerne gegangen wäre, nämlich zum Beispiel zu Mathis Richter-Reichheim gehen, aber ich habe es nicht hinbekommen. Es ist für mich ganz, ganz schlimm auch gewesen und sehr traurig, aber es war besser für mich, für meine Gesundheit, und ich hoffe, dass ich nächstes Jahr dann wieder einfach gut starten kann. Und ja, dementsprechend endete mein Musikjahr mit Midlife am 9.12. Und ja, ich mag die Band sehr. Und dementsprechend war das natürlich für mich auch eine Veranstaltung, wo ich natürlich nicht fehlen wollte. Ich musste schon eine Veranstaltung von Cheap Tricks leider ausfallen lassen. Die waren nach der Halloween-Party nochmal in der Hafenbar. Aber in der Zeit war es halt auch nicht ganz so leicht, weil ich mein altes Meerschweinchen habe einschläfern lassen. Ich konnte irgendwie nicht richtig rein in die Hafenbar. Das war für mich zu viel. Ich war immer so ein bisschen an den Tränen dran und fand das so ein bisschen für mich nicht machbar. Ja, dementsprechend, so sieht mein Musikjahr aus 2023 aus. Ich habe noch Musik, dass ich gesungen habe. Ich bin ja wieder bei meiner Gesangslehrerin. Ich begrüße es immer wieder, dass sie wieder da ist und wieder unterrichtet. Sie hat auch selber gesagt, meine Stimme hat sich viel weiterentwickelt. Auch wenn es noch nicht, ich werde keine große Sängerin mehr werden, aber ich liebe es, diese Musik, diese Stimme einfach auch mal zu probieren. Wo kann man hingehen? Wie weit kann man seine Stimme ausprobieren? Und das finde ich immer wieder noch mega. Und sie war damals die erste. Ich hatte, glaube, zwei oder drei Musiklehrer angeschrieben oder Gesangslehrer. Und die einzige, die wirklich drauf geantwortet hat, weil ich geschrieben hatte, ich bin keine Sängerin. Es geht mir auch gar nicht darum, dass ich jetzt Sängerin werden will, sondern ich möchte einfach meine Stimme ausprobieren. Und da hat sie gesagt, klar, findet sie super. Und das war für mich eine Einstellung. Und sie nimmt mich so, wie ich bin, und nimmt meine Stimme so, wie ich bin. Und also das sind so ganz viele Sachen, die da einfach passen. Und ich danke ihr immer wieder von Herzen. Und mein Keyboardlehrer, der hatte leider eine ganz lange Pause. Der hatte leider einen Unfall. Und Ende März, und dadurch war dann bis nach den Schulferien hier in Berlin leider kein Keyboard-Unterricht. Was aber auch für mich selber jetzt, also nicht der Unfall, überhaupt nicht. Ich fand es unglaublich traurig und schade und habe immer wieder mitgefiebert, dass es ihm hoffentlich wieder gut geht. Aber für mich, glaube ich, selber war die Auszeit vielleicht auch gar nicht so schlecht. Und jetzt, ich mag es, auch wenn, wie gesagt, meine Kraft und alles, das war so viel zum Ende des Jahres hin. Es hat mich schon sehr ausgenockt, wenn ich ehrlich bin. Und war da auch so ein bisschen traurig, dass ich einfach nicht so leistungsfähig bin, wie ich es gerne möchte. Gerade um meiner Freizeit eben die Zeit auch geben zu können. Ich hatte so viel auf Arbeit zu tun. Ich bin aus dem Urlaub wiedergekommen und habe dann wieder ein bisschen mehr Arbeit auf dem Tisch gehabt. Also ein bisschen ist gut, es war ein bisschen mehr. Und es war einfach nur anstrengend. Und ich hoffe sehr jetzt, dass es ab 2024 wieder besser wird. Und dann so ein bisschen Kraft tanken kann. Ich hatte zwischen den Jahren Gott sei Dank ein bisschen frei und habe so ein bisschen meine Kraft tanken können und freue mich dann einfach, wenn es dann wieder losgeht. Ich mache meinen Job ja eigentlich gerne, aber ich habe auch gemerkt, dass ich unglaublich genervt war und das gar nicht so einfach dann teilweise war. Und ja, dementsprechend Keyboard-Unterricht läuft. Ich übe leider nicht so, wie ich es gerne hätte. Aber auch das ist in Ordnung. Ich habe für mich gelernt, ohne Druck gelaufen die Sachen viel, viel besser. Und dementsprechend, du kleiner Schlingel hier,
Dann wollte einer meine Hausschuhe aufessen. Ja, also versucht die Sachen einfach mit ganz viel Entspannung zu machen und ja, dementsprechend wünsche ich euch schon mal ein gutes neues Jahr. Ich freue mich, wenn wir uns in 2024 ihr dabei bleibt oder halt eben Neuabonnenten bleibt, werdet und dementsprechend hoffe ich, dass wir ein bisschen wachsen noch. Vielleicht kriegen wir das hin. Wir sind bei 700 Abonnenten jetzt in dem Moment, wo ich es drehe. Und keine Ahnung, es geht ja auch mal immer wieder mal einer. Also es kann natürlich auch sein, dass es dann immer mal weniger wird. Aber ich freue mich über jeden Einzelnen, der da ist. Wie gesagt, ich mache mein YouTube für mich selber, für meine Erinnerungen, für mein dran denken, was es für tolle Sachen gibt. Und dementsprechend, ja, hoffe ich, dass ihr da immer so ein bisschen Spaß dran habt und wie gesagt, es ist keine Pflicht, aber ich freue mich natürlich über jeden Abonnenten, über jeden Daumen nach oben, über jeden Kommentar, was jetzt immer wieder mal gerade bei den Bastelvideos kommt, dass das einfach so viel entweder Anregungen halt auch mal gibt oder was kann man anders machen, was brauchen wir vielleicht an Infos, um das selber ausprobieren zu können und dementsprechend sage ich da auch sehr, sehr lieben Dank an euch alle. Und ja, dementsprechend seid lieb gedrückt und wir sehen uns in 2024. Bis dann. Tschüss.